Moin Leute, ich habe richtig investiert in Equipment und ja, ich glaube, das interessiert euch, weil ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Sonst hätte ich es nicht gekauft, war schweineteuer. Ja, und das wollte ich euch mal zeigen. Jo, was habe ich mir gekauft? Ich habe mir gekauft einen Denon DJ Prime 4, das ist ein Mixer. Ein DJ-Mixer, ein DJ-Controller. Und ja, dazu ein Case, ist dazugehörig von UDG. Und ja, in schwarz, das Denon-Teil ist, Denon Prime 4 ist in weiß. Warum habe ich jetzt einen neuen Controller gekauft? Drei Sachen. Einmal, ich kann damit streamen. Also ich kann, wenn ich online bin, kann ich von Tidal streamen. Und habe damit 18 Millionen oder noch mehr Tracks zur Verfügung. Also es ist Wahnsinn. Das ist schon geil. Ja, das ist im Prinzip schon der Grund, warum man das macht. Dann, ich habe eine interne Festplatte da drin. Ja, das kann der Alte auch nicht. Also Pioneer kann das mit keinem Gerät. Ja, auch Pioneer kann mit keinem Gerät streamen. Also es ist richtig, richtig schlecht. Ja, also schon ein richtig gutes Feature jetzt, eine interne Festplatte. Heißt, ich brauche keinen Laptop mehr, wo ich meine Musik drauf habe. Und zusätzlich hat das Ganze ein richtig schönes 10 Zoll Display mit Touch. Heißt, ich brauche keinen Laptop mehr. Also ich kann jetzt, wenn jetzt jemand was wünscht, brauche ich nicht mehr mit Maus und Tastatur an meinem Laptop, sondern einfach wisch, wisch, hier tipp, 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 hurra. Und kann direkt suchen in meiner Library auf der internen Festplatte. Und jetzt kommt noch das Allergeilste. Dieses Teil kann jetzt auch mein Licht steuern. Das heißt, ich werde den Laptop gar nicht mehr auf Veranstaltungen überhaupt mitnehmen. Ja, nee, als Backup auch nicht. Weil als Backup habe ich meinen Prime Go. Auch von Denon. Und das Teil hat halt auch die Möglichkeit, richtig dicke SD-Karten da reinzustecken. Da kann man auch bis zu, weiß ich, 500 GB oder wie viel haben die größten SD-Karten aktuell. Also ich habe auf jeden Fall eine 256 GB. Und das Ding kann auch streamen. Ja, also Tidal kann ich damit auch ansteuern. Und dieses Teil ist auch noch Akku betrieben. Heißt, wenn mal Strom ausfällt, dann hole ich meine akkubetriebene Box, meinen akkubetriebenen DJ-Player. Dann ist zwar Licht aus und der Sound ist nicht mehr ganz so geil, aber wir können weitermachen. Das ist doch der Hammer. Beim Stromausfall. Überlegt euch das mal. Wie geil ist das? Okay, hier haben wir das schöne Teil. Einfach mal richtig nice in weiß. Und ja, hier ist das große Display, 10 Zoll. Will ich auch zu sehen. Und ja, hier sind die Antennen für das Mic. Und das Mic sitzt hier unten drin, der Empfänger. Und hier sieht man schon die Filzplatten. Ich nehme das gleich auch mal raus. Hier ist der Mikrofonreceiver. Da musste ich, man sieht es, ein bisschen erhöhen. Hier mit dem Filz. Das ist draufgeklebt. Und diese Dinger hier sind tatsächlich mit Klett. Das könnte ich so abreißen, weil dieses Furry-Zeug, das klettet auch. Und ja, die Mehrversteckdose habe ich auch mit Klett befestigt. Und hier ist das Ganze verkabelt hier unter. Ja, man sieht es hier. Ja, alles reingestöpselt. Ja, und hier sind die Ausgänge. Also natürlich einmal hier das Signal, das Musiksignal. Das kommt dann hier ins Mischpult. Dann hier mein Mikrofon. Das kommt auch ins Mischpult. Das kommt ja von dem Receiver, der unten drin ist. Dann hier mein Licht-USB-Anschluss, der kommt dann hier in den Soundswitch, damit ich das Licht steuern kann. Und natürlich auch noch Stromanschluss fürs Mischpult. Und was hier auch noch rauskommt, ist natürlich das Stromkabel, was dann hier rauskommt. Und wenn ich das reinstecke, ist die Mehrfachsteckdose, die hier unter ist, nämlich hier unter Strom. Und dann kriegt das Teil, der Receiver, das Mischpult, kriegt alles Strom. Und ja, selbst der Soundswitch kriegt dann Strom. Ist das geil? Ich finde es ziemlich geil. Yo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst doch einen Daumen und ein Abo da. Und falls ihr Fragen habt, gerne einen Kommentar. Da freue ich mich auch mal sehr drüber. Haut rein.